Dann auf zum schwimmenden Schwarzmarkt. Ach. Gut, dass er so schnell geschrieben hat. Ich selbst hätte ich auch noch im Kopf gehabt. 48, 15, 16, 23, 42. Das klingt wie eine bescheuerte Telefonnummer. Oh. 48, 15, 16, 23, 42. Das ist heute 72. Nicht Ihr Glückstag, Sieger. Deine Leute haben jeden einzelnen Müllhaufen durchwühlt. Aber von dem Mädchen fehlt jede Spur. Sie war hier. Warum sollte ich sie an? Das weiß ich nicht. Vielleicht leiden sie unter derselben Selbstüberschätzung wie ihr Sohn. Rufus ist nicht mein Sohn. Von mir aus machen sie mit ihm, was sie wollen. Aber wir hatten einen Deal. Sie wollten einen Hinweis und den habe ich ihnen gegeben. Was kann ich dafür, wenn ihre Leute unfähig sind? Sie verschwenden meine Zeit. Und ich kann es nicht ausstehen, wenn jemand meine Zeit verschwendet. Hey du, geht das auch ein bisschen leiser? Du verscheuchst die Fische. Entschuldigung, wird nicht wieder vorkommen. Ich will jeden Winkel dieses Schrotthaufens noch einmal durchsucht haben und verriegelt alle Zugänge zum Hafen. Wenn auch nur eine Ratte hier raus will, will ich das wissen. Amtsmann Argus. Das waren Argus und seine Spürhunde. Der Organon ist uns also bereits auf den Fersen. Er hat recht, wir müssen vorsichtig sein. Ja, der Kerl hat dieselbe Stimme wie Rufus, ich weiß. Aber du musst dir auch vorstellen, Daedalic ist eigentlich ein ziemlich kleines Team. Interesting. Very interesting, das Ganze. Warum steht der Napf hier draußen, wenn die Katze drinnen eingesperrt ist? Entweder hier lebt jemand seinen Sadismus aus, oder aber die Katze kennt einen geheimen Weg nach draußen. Oh nein, wir müssen wirklich Katzenfutter aus Delfinen herstellen. Ich probiere mal, sie aufzustossen. Stossen? Die Tür war fest verschlossen. Nein, die nächste Daedalic-Anspielung. Ich war da ganz verdrossen. Ich probier mal, sie aufzustossen. Die Tür war fest verschlossen. Herrlich. Und das, meine Freunde, war jetzt eine Anspielung an Harveys neue Augen. So. Habt ihr jede Menge Spiele, die ihr nachholen müsst? Wir brauchen also Katzenfutter. Das ist Gilligans Katze. Ob sie wohl einen geheimen Weg in den Gadget-Shop kennt? Ja, das nennt sich Katzenklappe. Komm, Kitty, 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 komm, jo. Zeig Onkel Rufus den geheimen Weg in den Gadget-Shop. Sie hört nicht. Was offensichtlich daran liegt, dass Katzen generell ein sehr schlechtes Gehör haben. Okay, aber das ist auch interessant, dass Seagull quasi jetzt richtig getötet wurde. Oh, wir haben hier Köderfische. Kann ich die mopsen? Köderfische, die Wenzels der Tierwelt. Ich will einen Köderfisch haben. Ich habe eine Idee. Hey, was tust du da? Ich verneige mich vor Neptun. Oder ist er das gar nicht? Was? Wo? Willst du mich veralbern? Veralbern, beklauen, irgendwie sowas, ja. Oh, oh. Er gibt sein Bestes, um entspannt zu wirken. Aber mein geübtes Auge durchschaut diese Scharade. Na du? Psst, mach nicht so einen Lärm. Lass das mal meine Sorge sein. Ich habe keine Angst vor dem Organon. Schön für dich, aber freu dich bitte woanders. Mit deinem Lärm verscheust du die Fische. Tu mal nicht so. Du hast auch Angst vor dem Organon. Verschwinde endlich. Ich dachte, du hättest keine Angst. Hab ich ja auch nicht. Und dass der schwimmende Schwarzmarkt angegriffen wird, stört dich also gar nicht? Nicht die Bohne. Der Einzige, der mich hier stört, bist du. Willst du mir immer noch erzählen, dass du keine Angst vor dem Organon hast? Nein, ich will dir nämlich gar nichts erzählen. Ich will nur meine Ruhe. Also zieh Leine. Wenn du keine Angst hast, warum angelst du da nicht weiter? Warum wohl? Du zitterst am ganzen Körper. Deine Hände sind schwitzig. Wie das halt so ist, wenn man Angst hat. Falsch. Du bist das Problem. Immer wenn du in der Nähe bist, fange ich nur Stiefel. Also zieh Leine. Oh.
Könntest du einen Stiefel für mich fangen? Willst du mich beleidigen? Wenn sich das herumspricht, könnte ich aus dem Anglerverband fliegen. Ist das gerade deine einzige Sorge? Der Anglerverband? Nein, du bist ja auch noch da. Du kannst das gar nicht, oder? Nicht solange du hier stehst. Du verschwendest deine Zeit. Ein Angler lässt sich durch nichts aus der Ruhe bringen. Wir bringen ihn doch gerade schon aus der Ruhe. Das ist ein freies Land. Ich kann stehen, wo ich will. Nicht auf meinem Kai. Ich sehe kein Schild. Wenn du noch eine Pupille brauchst, sag Bescheid. Du kannst jederzeit einen Angelhaken ins Auge bekommen. Komm schon. Ich bin auch ganz ruhig. Selbst wenn ich dir das glauben würde, obwohl du ständig das Gegenteil beweist, du bringst immer noch Pech. Solange du hier stehst, fange ich nur Stiefel. Ich verschwinde erst, wenn du mir einen Stiefel fängst. Spekulierst du etwa darauf, dass ich die Geduld verliere? Bring mich nicht zum Lachen, du Zappel-Philipp. Ich bin Angler. Ich habe mal einen Zauberwürfel gelöst, indem ich gewartet habe, bis alle Farben verblichen sind. War das eine Herausforderung? Nein, das war eine Aufforderung zur bedingungslosen Kapitulation. Haha, da bist du an den Falschen geraten. Ich habe noch niemals aufgegeben. Das werden wir ja sehen. Bevor ich die Geduld verliere, sind deine Füße abgefault. Ich sag doch, niemand kann es mit der Geduld eines Anglers aufnehmen. Okay, wir müssen da tatsächlich warten. Na du? Machen wir das auch. Verschwinde, ich... Na los, angel weiter, du Feigling. Erst wenn du verschwindest. Ach komm schon, angel mir einen Stiefel. Vergiss es, ich bin ich. Jede Art von Fisch? Natürlich, große, kleine. Welche mit Schnürsenkeln? Vergiss es. Mist. Ich verschwinde erst, wenn du mir einen Stiefel fängst. Spekulierst du etwa darauf, dass ich die Geduld verliere? Bring mich nicht zum Lachen, du Zappel-Philipp. Ich bin Angler. Ich hab mal einen Zauberwürfel... War das eine Herausforderung? Nein, das war eine Aufforderung zur bedingungslosen Kapitulation. Haha, da bist du an den... Ich habe noch niemals aufgegeben. Das werden wir ja sehen. Bevor ich die Geduld verliere, sind deine Füße abgefault. Okay, ich bewege jetzt mal tatsächlich nicht die Maus und mach mal nichts, weil ich habe so ein bisschen das Gefühl... Muss das wirklich sein, Rufus? Halt dich da raus. Das hier ist wichtig. Oh, Himmel. Ich mache jetzt mal echt nichts, weil ich habe das Gefühl, das könnte das Rätsels Lösung sein. In der Zwischenzeit versuche ich euch natürlich jetzt so ein bisschen zu unterhalten und frag Komm mal schon, Lukas. Rufus. Ist ja? Kalt. Niemals. Was hältst du eigentlich von Delfinen als Katzenfutter? Nicht schön. Nicht schön, aber ich habe das Gefühl, dieses Spiel erwartet das von uns. Bitte, Rufus, ich friere. Lass uns gehen. Hörst du, die Mädchen ist kalt. Netter Versuch, Kumpel. Das Spiel, das wirklich erwartet, nicht gut. Es erwartet das Ganze. Ich warte es auch nicht so. Ich kann Geduld haben und ich darf ja reden. Mit euch. Das ist schön. Rufus, ich hol mir hier den Tod. Beim Klabautermann, jetzt erlöse das Mädchen jetzt doch endlich. Toll, sie trägt ja nur eine Pyjama. Heul doch. Jetzt fang mir diesen Stiefel, du Angler. Mach es. Rufus. Stiefel, Stiefel, Stiefel. Okay, okay. Ich Stiefel. Geh auf. Ich kann mir das nicht länger mit ansehen. Hier hast du deinen blöden Stiefel. Ich hoffe, das war es wert. Siehst du, Goal? Ich habe gewonnen. Ein kaputter Stiefel. Da staunst du, was? Mein Held. Okay. So, ab nach Porto Fisca. Fisco. Und erstmal geben wir einen Schuh an Gronkh. Dann hat er endlich was zum Anziehen. Und auch, ja, hier in diesem Fall ist es was zu essen. Ich hätte da etwas zu essen für dich. Wirklich? Also, für die Leute, wow, die ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Nicht so schnell. Ich schlage einen Tausch vor. Ich gebe dir das Essen und du gibst mir deinen Schirm. Ich weiß nicht. Er ist das Einzige, was ich noch besitze. Lecker Essen. Ach, na gut, einverstanden.
Hey! Hey, Moment mal! Das ist ja nur ein kaputter Schuh! Genau. Das adäquate Lebensmittel für einen Tramp wie dich. Was? Aber das ist doch... Bedank dich später. Guten Appetit. Oh, der arme Gronkh. Der arme Gronkh. Aber jetzt haben wir schon mal einen kaputten Regenschirm. Wir haben einen Kanister, wo wir vielleicht das Öl einfangen können. Ja gut, jetzt machen wir erstmal hier. Jetzt machen wir erstmal... Ich bin ja übrigens froh, dass wir nicht die ganze Zeit dieses Katzenfutter dahin machen müssen. Ich leg mal hier den Köderfisch aus. Was hast du da? Sind das etwa neue Vorräte? Vielleicht. Können Sie daraus irgendwas zaubern? Oh, halte diese Dinger lieber nicht zu nah an die Durchreiche. Die jungen Delfine dort drüben sind ganz heiß auf die Dinger. Die würden mir glatt auf den Herd hüpfen. Was im Prinzip nicht so schlimm wäre. Immerhin kann man aus jungen Delfinen ein leckeres Katzenfutter zubereiten. Aber die nette junge Dame hat mich darauf hingewiesen, dass die jungen Delfine nicht zu den Vorräten zählen. Welche nette junge Dame denn? Ich kann später noch grillen auf den Ich muss meine Sachen nicht waschen. Ich will ja ein Tauchboot entern, keinen Blumenladen eröffnen. Komm, Fischi, Fischi. Sie scheinen voll auf die Köder abzufahren. Tschüss. Ich sollte das im Hinterkopf behalten, falls ich Ihnen irgendwelche Tricks beibringen will. Ja, will ich aber. Was hast du mit? Sie würden mir was im Prinzip immerhin, aber die was? Ach, ich will nur die. Was? Sag mal, ich meine, ich will ihn. Sie sollen denn, wenn denn gleich meines Ernst. Ich? Die Tante meint das nicht so. Wenn sie erst einmal sieht, wie toll ihr durch brennende Reifen springen könnt, wird sie hin und weg sein. Also, los geht's. Alle, hopp. Sie brauchen wohl noch einen kleinen Anreiz. Ich kann später noch grillen auf den glühenden Trümmern des Organon. Ein weiser Feldherr wie ich muss auch Arbeit delegieren können, aber nicht unbedingt an ein so inkompetentes Fußvolk. Wo mache ich denn jetzt diesen blöden... das Ding dahin? Komm, Fischi, Fischi. Sie scheinen voll auf die Köder abzufahren. Tschüss. Ich sollte das im Hin... Ich mach's nochmal dahin. Was hast du da? Die jungen Delfine würden was im Immerhin, aber die... Welche nette junge Dame denn? Wo mache ich diesen Fisch hin? Jetzt habe ich einen Köderfisch. Kann das nicht kombinieren? Das hier habe ich mir... Was mache ich denn damit? Ich muss meine Sachen nicht. Ich will ja ein... Kann ich da einen Reifen hinmachen? Was wird das bitte? Ach, nichts weiter. Ich will nur den Baby-Delfinen ein paar Tricks beibringen. Was willst du? Sag, ich meinte, ich will... Sie sollen... Wenn denn, ich meine es ich... Hier hätten sie sich ein paar andere Dialogzeilen ausdenken können. Wenn sie erst einmal sieht, wie toll ihr durch... Also, alle... Speichern. Okay. Speichern, ja, bevor du das machst. So kann ich den Delfinen endlich den Reifentrick beibringen. Zu spät. Mann, Toni wird Augen machen. Ich kann kaum erwarten, ihr zu zeigen, wer hier der echte Delfin-Dompteur ist. Komm, Fischi, Fischi. Es ist so böse. Das ist so böse. Das ist so böse. Andererseits ist Toni auch gerade sehr beschäftigt. Diese Dose Thunfisch ist einfach so aufgetaucht, was in keinerlei Zusammenhang zu irgendeiner von mir ausgeführten Aktion steht. Ahahaha.
Ganz schnell hier weg. Ich will, das muss das ganz schnell loswerden. Das ist jetzt nicht ganz mein Humor. Nicht so ganz. Komm, kitty, komm, jo. Schau mal, was ich hier Feines habe. Gleich wird sich zeigen, warum der Napf draußen steht, obwohl die Katze drinnen eingesperrt ist. Sie kann ja nicht gleichzeitig drinnen und auch nicht drinnen sein. Es sei denn natürlich, es handelt sich um eine Schrödinger-Katze. Quantenmechanische Zombies. Nicht wirklich tot, nicht wirklich am Leben. In Deckung, Goal! Was? Ich habe soeben die unbändige Kraft des Wellenteilchen-Dualismus entfesselt. Was ist denn los? Ich verstehe gar nichts mehr. Ich habe soeben das größte Rätsel der Quantenphysik gelöst. Es gibt eine Katzenklappe. Wow. Eine Katzenklappe, wie vorhergesehen. Ich bin zwar genauso gelenkig wie eine Katze, aber leider auch so muskulös wie ein Löwe. Mit meinen breiten Schultern würde ich niemals durch diese schmale Klappe passen. Oh, Goal! Hättest du nicht los? Hey, Goal! Alles gut bei dir? Tja, ein Drittel meines Bewusstseins hat die Flucht ergriffen. Der Organon besetzt den schwimmenden Schwarzmarkt. Und wenn wir nicht bald etwas unternehmen, sprengt Ulysses uns den Planeten unter den Füßen weg. Ich hab dir doch gesagt, dass es lustig wird. Und ich dachte, du wolltest nur angeben. Wir müssen in den Gadget-Shop. Der Organon besetzt den schwimmenden Schwarzmarkt und das Erste, was dir in den Sinn kommt, ist eine Plündertour? Als Erstes kam mir eigentlich Brandschatzen in den Sinn. Brandschatzen? Blöde Idee, ich weiß. Und wie? Die Dächer sind viel zu feucht. Hast du durch diese Katzenklappe? Du bist wohl zu fett, was? Das sind alles Muskeln. Willst du mal anfassen? Nein, danke. Ich will mich nicht mit Schwabbelitis anstecken. Da schwabbelt doch nichts. Das Licht ist nur ungünstig. Geh mal einen Schritt zur Seite, Baba. Ich zeig dir jetzt, wie das aussehen muss. Rufus ist doch garantiert einfach nur zu faul dafür. Du hättest mir übrigens das Ganze auch offen lassen können. Und? Beeindruckt? Ich weiß nicht. Kannst du das nochmal machen? Ich war wohl gerade etwas abgelenkt. Vergiss es. Wir müssen in den Gadget-Shop. Der Organon besetzt als blöde Idee. Und wie? Die Dächer. Weiter geht's. Ich hoffe, du weißt. Muss ich auf Baby-Goal umschalten? Ich hoffe. Baby-Goal! Hey, Goal! Alles gut bei dir? Ich weiß nicht. Bist du dir sicher, dass uns Argus nicht erwischen wird? Nichts ist sicher. Zumindest nicht, solange du in der Nähe bist. Was? Du bist doch die nette Goal. Oder habe ich die Datasetten verwechselt? Nein, nein. Krawall-Goal hat mir nur ein paar Hinweise auf den Unterarm gekritzelt. Wir müssen in den Gadget-Shop. Zu dumm. Zu. Ha, so eine dumme Tür kann mich doch nicht aufhalten. Du willst doch nicht etwa einbrechen? Warum denn nicht? Oh, fein. Wie willst du vorgehen? Wirst du die Tür auftreten? Dreimal darfst du raten, Baby. Wow. Und das, obwohl sie doppelt Titanium verstärkt ist und es richtig, richtig wehtun würde? Jetzt noch zweimal. Weiter geht's. Ich folge dir überall hin. Können wir jetzt einfach durch die Katzenklappe durch? Das hätte mir irgendjemand sagen können. Was ist das? Das Einzige, was bei ihm noch aktiv ist, ist dieser kleine Scanner dort. Wofür der wohl da ist? Lottomat? Nichts mit Glück zu tun, sondern nur damit, einem Wahrsager körperliche Gewalt anzudrohen. Bingo! Wir hätten uns die gar nicht aufschreiben müssen. Wow.
Hey du, ich möchte meinen Gewinn abholen. Danke, Spiel. Danke. Geht doch. Okay, wir haben eine Torpedoausrüstung. Wir waren im Gadget Shop. Wir haben einen Gewinn, den wir behalten dürfen. Vielleicht geben wir den einfach mal dem Angler. Ich schlage dir ein Tauschgeschäft vor. Nein, danke. Ich habe alles, was ich brauche. Außer Ruhe. Vielleicht doch nicht.